So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, heute geht es mal wieder um Stereo-Kopfhörer. Die meisten wissen ja von euch, ich benutze grundsätzlich Beats Stereo von Dr. Drake. Also was richtig Hochwertiges. Die kann man ja seitlich knicken. Der Klang perfekt. Die Verarbeitung Aluminium perfekt. Muss ich echt sagen. Aber so langsam wird es mir zu schade, sie nach draußen mitzunehmen. Das heißt, Fahrradfahren, wenn man nicht erwischt wird. Irgendwo in Lokale, man legt sie auf den Tisch hin, man schiebt die mal hin und her. Das ist mir zu schade jetzt so langsam, dass die Kratzer bekommen, Dellen bekommen oder. Bin ich ganz ehrlich, dafür sind die zu teuer gewesen. Die meisten wissen ja von euch, was sowas kostet. Stereo Beats Black Dr. Drake. Habe ich mal ein Unboxing von gemacht, muss nicht sein. Da habe ich mir jetzt entschlossen, für unterwegs oder draußen, habe ich jetzt die AKG mir besorgt. Ich habe sie jetzt auch mal getestet und muss sagen, für diesen Preis absolut in Ordnung. Bin ich ganz ehrlich. Weil das sind ja zwei verschiedene Preisklassen. Davon Premium brauchen wir nicht mehr zu sprechen. Ich rede jetzt für die AKG. Die ich mir für draußen besorgt habe. Und da werde ich euch jetzt einiges zeigen. Also wie gesagt, der Klang passt. Die Sitzpassform passt. Alles in diese Preisklasse gehe ich, sage ich, ne? Das Kabel ist lang genug. Na, hängt da noch nichts drin. Und wie gesagt, wer sie auch schon besitzt oder andere, möge mir auf jeden Fall kommentieren, wenn nicht für mich, dann für andere, was ihr davon haltet. Also, hier kann man das Kabel nicht abmachen. Apple oder Beats kann man es abmachen, wisst ihr ja. Jetzt, die Hörmuschelgröße ist fast identisch. Das heißt, in diesem Fall habt ihr sie 8 x 8,5. Also perfekt für große Ohren zum Draufstülpen. Der Klang, der verschwindet auch nicht, der geht direkt aufs Ohr drauf. Dann ist es richtig schön bequem. Sie drücken nicht, wenn man sie auf dem Kopf hat. Das finde ich auch angenehm. Wenn man jetzt zum Beispiel Sport macht oder sonst was. Richtig angenehm, muss ich sagen. Aber das ist eben AKG, nichts Schlechtes. Um Gottes Willen möchte ich dazu nicht sagen. Das sind jetzt die AKG K511, die ich mir gegönnt habe für unterwegs. Ich muss wirklich sagen, Preis-Leistung stimmt hier. Es ist ein Abstrich zu machen, weil das ist Plastik. Hochwerte Premium ist nun mal Aluminium. Aber trotzdem habe ich sie mir gegönnt für unterwegs. Perfekt. Und das wollte ich jetzt einfach nur mal gesagt haben, weil mich viele gefragt haben mal wieder, warum ich jetzt letzte Zeit wieder andere Kopfhörer für unterwegs habe. Nur deswegen, dass meine richtigen Kopfhörer nicht so beschädigt werden. Optisch. Seht ihr selber. Es ist etwas anderes. Die rechte Seite ist richtig schwer. Die eben etwas leichter, weil eben Plastik ist und nicht solche Kopfhörerboxen von innen sind. Also, nichtsdestotrotz, wer sie hat, möge mir auf jeden Fall kommentieren, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Wo es die jetzt zurzeit richtig günstig zu bestellen gibt, werde ich natürlich unter dem Video verlinken. Warum günstig? Weil sie sind schon länger auf dem Markt. Das sind so langsam, glaube ich, Auslaufmodelle. Könnte sein. Aber deswegen habe ich sie mir gegönnt. Weil sie günstig waren. Ich wollte sie testen. Für diesen Preis-Leistung bin ich voll und ganz zufrieden. Für unterwegs sowieso. Sie sind leichter. Das wollte ich jetzt nur mal hier klarstellen. Und sagen. Also. Das war's nun. Mein Vergleich mit Stereo-Kopfhörer und sage deshalb
wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.